Die etwas andere Sprechstunde. Frag doch mal den Prof. Herzlich willkommen heute zu einer Frag doch mal den Prof Sonderfolge. Heute haben wir ganz, ganz, ganz viele Zuschauerinnen hier dabei und sie haben uns vorab ganz viele Fragen gestellt. Die nächste Frage, und zwar, wir machen hier in der Gruppe, sehr viele von den Frauen, die du hier gerade siehst, machen gerade die Stoffwechselkur eines Bekannten. Wir dürfen ja schon wieder keine Namen nennen, aber es ist eben, du weißt, du nutzt es auch. So, dann wissen wir jetzt, ja. Ist das mit diesem Biofilm? So typische Bewegung wird dann immer so. Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Anke ist da unsere Spezialistin. Okay. Biofilm, typischer Name. Biofilm. Naja, was man dann so, rauskommt hinten. Das, also, ne, das wird ja, ist, wird dann als sehr schleimiger Abgang so bezeichnet. Also so. Das haben wir noch nie gesehen. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls. Uli spricht immer nur von Glückswürsten. Wir machen Glückswürste, sage ich immer. Wenn man diese Stoffwechselkur macht. Also wir machen gerne Stoffwechselkur. Das ist ja genau richtig. Genau, ne? Ist ja das Verrückte, ne? Wenn man in der Tierwelt mal wieder schaut, ne? Welches Tier putzt sich denn mit Toilettenpapier oder mit so einer Popodusche den Popo wieder sauber? Ne? Die haben eben diese Glückswürstchen, in Anführungszeichen. Das rutscht da raus und ist alles sauber. Ne? So muss es eigentlich sein. Und wir müssen da wieder Stoffwechselkuren machen dafür. Meine Güte. Schlimm nicht, aber es macht uns gerade sehr viel Spaß und wir nehmen gerade in der Gruppe sehr, sehr, sehr viel ab. Janosch, ich auch schon 5 Kilo, also und Rüdi schon 8, der macht auch mit. Wir sind ja alle voll dabei und Anke, die du bei mir beim Geburtstag auch kennengelernt hast, mit der du dich lange unterhalten hast, hat 19 Kilo abgenommen. Wow, super, Glückwunsch. Da würde ich natürlich wieder die ketzerische Frage hinten ranstellen, ist das wirklich alles Fett? Bei Anke, wir haben so eine, na gut, die ist nicht so toll wie deine Bioimpedanzanalyse, aber wenn, ist ja klar. Dann ist aber wichtig, wir haben alles dass dass da nicht Muskeln weggegangen sind und nicht das Wasser. Ja, weil das geht natürlich immer schnell. Sondern ich hatte dir ja mal die Frage gestellt wegen dieser Entwässerungstablette. Das war nämlich grundverkehrt für meine Diagnostik. Ein Hoch an den Hausarzt. Die habe ich nämlich auch in dem Zuge weggelassen, Janosch. Und auf meiner Waage siehst du, dass ich jetzt mein grottenschlechter Wasserhaushalt überhaupt erstmal wieder in einen gesunden Bereich bewegt. Und ich verbrenne tatsächlich ganz viel Fett in Muskelmasse. Also ich habe eine sehr gute Muskelmasse. Ich liebe diese Waage. Sehr gut. Und es ist jetzt noch besser geworden. Genau. Also auch das ist für mich immer ein wichtiger Aspekt. Also Glückwunsch an alle, wo das so funktioniert hat. Weil sich da viele Menschen schon auf dem Irrweg befunden haben und dann immer feiern, wenn sie da in 10 Tagen 5 Kilo abnehmen. Das sind in 5 oder in 10 Tagen können das nicht 5 Kilogramm Fett sein. Um nur mal so eine Idee zu bekommen, wenn man im Monat 1000 Gramm Fettzellen real vernichtet. Und man muss auch sagen, Fettzellen werden nie, die lösen sich nicht auf, sie werden nur kleiner. Das heißt, sie sind immer da und sie können zu jeder Zeit wieder groß werden. Aber 1000 Gramm, 1 Kilo pro Monat ist etwas, was ein sehr sanfter Weg ist, der bisher die größte Nachhaltigkeit hat. Alles, was schneller geht, muss man aufpassen, damit eben nicht dieser Rebound-Effekt kommt und die Dinger dann wieder groß werden. Aber bleibt dabei, macht das und ne, klar, es wird immer ein bisschen Wasser auch mit sein, es wird immer auch ein bisschen Eiweiß mit weggehen. Aber wenn es so angelegt ist, dass am meisten Fett weggeht, dann macht er alles richtig. Was wir einfach sehr schön machen, ist, dass wir sehr viel darauf achten, dass wir sehr viel Eiweiß zu uns nehmen. Und ich glaube, das macht die Menschheit zu wenig, wenn sie so ganz normal ist. Und da sind wir also ganz, ganz toll davor. Und jetzt aber die Frage... Wir haben eine Teilnehmerin, die kann dadurch nicht mehr schlafen. Hat das irgendwas damit zu tun? Durch diese Stoffwechselkur? Mhm. Naja, manchmal werden da Sachen freigelegt, sage ich mal. Da kommt schon Energie raus dann wieder. Also das ist jetzt viel Spekulation. Ja, das ist, ich kenne der oder diejenige nicht. Ich kenne die Parameter nicht. Wie war es vorher, wie war es nachher? Theoretisch jetzt, sage ich mal, ist es schon vorstellbar, wann immer wir etwas in unserem Körper so verändern, an grundlegenden Stoffwechselparametern, kann sich das immer auch auf die Psyche auswirken, auch sehr belebend. Und
wenn dieses nicht schlafen können, eher so was positiv euphorisches ist. Tausend Gedanken. Nee, eher negativ. Eher nicht. Dann schwer zu erklären. Dann muss ich sagen, sorry, das kann ich so aus der Ferne nicht. Ja, also positive Effekte wären noch am ehesten erklärbar über allgemeine Effekte. Wenn es in die falsche Richtung geht, ist es für mich nicht nachvollziehbar. Also ohne Messdaten zu haben. Okay. Da muss ich leider sagen, wenn sich das nicht einreguliert innerhalb von 3-4 Wochen, sollte man da nochmal nachschauen. Okay, kann also kein Mangel oder so jetzt sein, ne? Weil wenn wir jetzt uns das mal angucken, Serotonin, Melatonin, ne? Was also ist da? Wie heißt diese Kette nochmal? Ich vergesse den Namen immer. Ja, wir haben einerseits die Katecholaminsynthese, da sind aber die Stresshormone, und dann das andere heißt einfach nur der Stoffwechselweg des Serotonins. Und das kann eben das sein, was ich gerade meinte, wenn eben das mit dem Eiweiß, also dem Muskelabbau stattfindet. Der Muskelabbau findet deshalb statt, weil eben der Körper dringendst jeden Tag auf Eiweiß angewiesen ist. Und wenn eben dieses schlafanstoßende Hormon Melatonin, wenn das nicht da ist, ja, dann hat man eben diese Schlafprobleme. Also dann kann es wirklich wieder am Tryptophan liegen, weil nach dem Serotonin oder aus dem Serotonin wäre dann der nächste Produktionsschritt das Melatonin, das schlafanstoßende Hormon. Das wäre eben unter der Voraussetzung, dass es eben doch hier nicht so ganz korrekt gelaufen ist mit der Gewichtsabnahme, der Stoffwechselkur und wirklich Eiweiß weniger wurde oder eben auch mehr verbraucht wurde, kann ja auch sein, dann wäre das die Erklärung für eine Schlafstörung, ja. Und könnte man das beheben, indem man einfach noch mehr Eiweiß zu sich nimmt? Ja, aber da könnte man eben auch ganz gezielt mit Tryptophan arbeiten. Ja, also ich würde es am liebsten natürlich messen, ist klar, damit man es genau hat. Ansonsten Tryptophan ist jetzt auch nicht, wenn man da mal 3 Gramm einnimmt pro Tag Tryptophan, macht man erstmal nichts verkehrt. Ich würde es aber, wie gesagt, trotzdem irgendwann messen. Okay. Das war die etwas andere Sprechstunde. Frag doch mal den Prof. Falls du eine Frage an Professor Winkler hast, nutze bitte das Formular zu finden im Beschreibungstext. Bis zur nächsten etwas anderen Sprechstunde.